Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Weiter geht's mit dem Playthrough, den wir hier gemeinsam machen. Wir sind tatsächlich bei Donnerstag angelangt. Wir haben noch 2 Tage bis zur Qualifikation, das heißt, wir haben jetzt noch 2 Tage und 2 Nächte und dann geht's auch schon ab. Wir haben diese Nacht haben wir ein Fahrzeug wieder zu gewinnen. Ich weiß noch nicht welches, werden wir rausfinden. Und wir haben auf jeden Fall hier entsprechend jetzt, Kohle noch abzugreifen. Vermutlich labert gleich einen, deswegen bin ich jetzt erstmal kurz ins Menü gegangen. Was hätten wir noch? Wir bleiben dann im Rennen 30 Sekunden lang auf dem 8. Platz. Okay, erzielte 2 Sterne bei einer einzigen Speedtrap. Das kriegen wir, glaube ich, irgendwo hin. Entkommene Erfahrungswerte in Fangstufe 3, ohne eine Tankstelle zu benutzen. Na gut, ich glaube, das kriegen wir auch hin. Hey, du. Ich habe mehr über Alec rausgefunden. Kein besonders netter Typ. Erzähl mir was ich noch nicht weiß. Aber erstmal gibt's einen großen Cliffhanger. Er war mal Rennfahrer. War auch echt gut. Hat als Lil A ein paar Rennen gewonnen. Es hat nichts gesagt? Überraschung. Lil A hat alles aufgegeben und heute vor 10 Jahren geschworen, nie wieder zu fahren. Warte. 10 Jahre? Wie alt ist der? Es wird noch verrückter. Er ist mal gegen den Lakeshore Champ angetreten. Hat alles riskiert und alles verloren. Dann war Ende. Rate mal, wer das war. Rate. Rydell. Warte. Hallo. Was? Ernsthaft? Oh, also stell dir das vor. Alec ist wirklich Rydells Erzfeind. Schmiedet von Anfang an in seinem Versteck böse Pläne. Tess, komm schon. Er ist ein zwielichtiger Ex-Fahrer, der nie wirklich Kohle eingefahren hat und jetzt dubiosen Kram macht. Lil A, du bist so naiv. Peace. Hallo. Okay, sehr interessante Info auf jeden Fall. Ich weiß, ich nerv wahrscheinlich euch ein bisschen, dass ich hier zwischendrin immer wieder in den Fotomodus wechsle, aber ich brauche halt zwischendurch einfach den ein oder anderen Shot entsprechend für das Thumbnail. Ich finde auch den Wagen da hinten, also dieses, wie heißt denn das, so dieser Kipper halt, finde ich ziemlich cool, der ist halt richtig heftig, riesig im Verhältnis auch zu unserem Auto hier. Auf jeden Fall. So, ein Foto mache ich noch, dann sind wir durch. Dann haben wir irgendwas Gutes sicher fürs Thumbnail auch dabei, was wir nutzen können. So, in den Treffpunkt wollen wir rein. Also Alec ist tatsächlich der Erzfeind von Rydell. Das könnte noch interessant werden, storytechnisch. Also ich bin da sehr gespannt drauf, ob da noch irgendein ordentlicher Cliff dann auch kommt. Also so irgendwas passiert noch Cooles. Wir haben Kurvenlegende, das können wir machen. Drift Event machen wir nicht, haben wir gesagt. Und Straßenrennen haben wir auch noch. Großes Geld, naja, okay. Den Ibo hätte ich auch noch gern, aber ja, es macht momentan noch keinen Sinn. Einmal wetten noch. Nebenbei einen Schluck von meinem Kaffee. Ich kann das nicht so aussprechen. Ich weiß nicht, wie die Deutschen das machen. Aber ich kann das nicht so aussprechen. Für mich ist das ein Kaffee. Kein Kaffee. Egal. Anderes Thema. Anderes Thema, so. Cops, hallo. Wie immer. Ich habe, also, was ich definitiv sagen muss, ich habe vor kurzem ja Need for Speed Heat gespielt. Also ich dachte mir, PlayStation, es war irgendwann im PS Plus drin. Ey, holst du mal die ganzen Trophäen, während wir auf Unbound warten. Wegen der Kurve wäre es gewesen. Dachte ich mir, spiele ich ein bisschen Heat. Und an sich, Heat hat schon durchaus Bock gemacht. Das Problem war halt natürlich auch, die PlayStation-Version lief halt nicht mit flüssigen 60 FPS. Das ist schon mal sehr nervig gewesen, grundsätzlich. Aber das macht schon mehr Bock, muss ich sagen. Also die Wagen steuern sich einfach, das was mir bei Heat bekam vor, zumindest. Ich weiß nicht, ob es an der Konsolenversion lag oder nicht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, genau wie es am PC war. Ich habe ja auch zwischendrin mit dem Unite-Mod ein bisschen gespielt. Der hat natürlich das Ganze auch ein bisschen verfälscht. Und entsprechend kann ich es jetzt nicht genau sagen, wie es denn so ist. Aber mir kam vor, die Wagen steuerten sich schon sehr träge auch in die Richtung. Also so ein bisschen wie eine Badewanne. Ich vergleiche das immer gerne mit Badewannen. So Autos, große Autos, schwere Autos, die sich so ganz träge fahren. Ich habe das gerne auch zu meiner vorigen Firma, zum Firmenauto, zum Ford Galaxy gesagt, der fährt sich wie eine Badewanne, weil das so irgendwie so schwammig fährt und so träge auch ist irgendwie. Und so kam es mir tatsächlich bei Heat auch vor.
dass es irgendwie ein bisschen nicht so flüssig, also nicht so sich so gut so steuern lässt, wie ich mir das erwarte irgendwie. Und das ist halt hier gerade mit dem Grip Handling schon wesentlich geiler. Der Wagen fährt sich nicht immer, so, manchmal hat er so komische Anleihen, wo er driften will auf einmal und ich nicht weiß, woher das kommt, weil ich eigentlich das Brake und Tap Drift deaktiviert habe. Manchmal funktioniert das einfach nicht, wie man sich das wünscht, sage ich mal. Weil wenn ich da jetzt reinschaue, Handling-Abstimmungen, genau, habe ich alles ausgestellt. Irgendwo habe ich gesehen, dass man den Abdruck könnte man höher stellen, sollte der Wagen auch schneller sein. Und die Lenkempfindlichkeit stellen wir mal auf hoch, einfach interessenshalber. Ich bin mir nicht sicher genau, was es tut. Ob es das schlimmer oder besser macht, würde mich interessieren. So, rennenmäßig. Wir fahren nochmal hier runter, weil hier ist eben noch das andere Rennen, das ich fahren möchte. Das ist, glaube ich, auf A. Aber es bockt definitiv irgendwie mehr. Natürlich, wie gesagt, mir wäre lieber. Ich meine, was ich zum Beispiel an Forza Horizon sehr mag, ist abgesehen von dem Gameplay. Also von dem. Die Fahrzeuge steuern sich halt dort wieder anders, realistischer. Gleichzeitig aber richtig gut nachvollziehbar. Also das Handling in Horizon ist echt grandios, wie ich finde. Tut jetzt aber auch nichts zur Sache. Was ich in Horizon aber durchaus auch mag, ist dieses, man kann sehr viele Autos ausprobieren, man hat sehr viel Kohle auch, die man gewinnt. Und es gibt danach auch mit der Seasonal Playlist und so einiges zum Tun. Das fehlt hier halt irgendwie komplett. Also du hast eine sehr langsame Progression, wobei das jetzt nicht unbedingt was Negatives per se sein muss. Das ist schon durchaus auch, sage ich mal, gerechtfertigt irgendwo zum gewissen Grad. Aber es spielt sich dadurch ein bisschen träger einfach, es dauert ein bisschen länger, du hast mehr Grind auch, um an Fahrzeuge zu kommen. Während du bei Horizon halt zu dem aktuellen Zeitpunkt schon, weiß ich nicht, 40 Autos in der Garage oder mehr hättest. Und hätte, wie auch immer. Ist es halt hier schon so, dass das Ganze wesentlich länger dauert. Was aber okay ist. Also wie gesagt, es ist jetzt nicht so negativ an sich. Aber dadurch, das Ausprobieren von Autos halt von neuen, fällt dadurch ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man durch ist. Also was ich jetzt gehört habe, ist endgame-technisch dürfte es da nichts geben. Der Multiplayer ist ja auch sehr, ja, dürftig momentan zumindest. Wollen sie mit der Cops, weil kein Event ohne Cops. Guten Tag. Und entsprechend gibt es halt nach dem Abschluss der Story scheinbar nichts zum Tun. Ich nehme mal an, man kann trotzdem noch Rennen fahren und so. Aber es ist halt trotzdem nicht so, wie soll ich sagen, ja. Es hat einfach nicht so eine... Hallo? Na? Das finde ich aber jetzt nicht sehr nett von dir. Was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, dass man dann entsprechend natürlich... Ach, halt die Fresse. Dass man entsprechend natürlich dann wahrscheinlich trotzdem nicht so eine Motivation hat, sich da groß dann weiter zu... Ja, weiterzufahren. Aber ja, lassen wir uns überraschen, ist das, was ich bisher gehört habe. Also ich nehme mal an, dass das... Es wird sicher irgendwas noch passieren. Also ich hoffe fast, dass noch was passieren wird. Man kann auch gerne durchaus irgendwelche Bezahlinhalte machen, hätte ich jetzt an sich nichts dagegen. Also, ich bin jetzt nicht aus Prinzip dagegen. Solange man halt nicht so overpriced Sachen macht wie den McLaren in Heat, der war einfach nur eine Frechheit, dass man 5 Euro für ein Auto ausgeben musste. Das einfach auch nicht besonders war als in dem Sinne. Einfach nur, weil man halt, ja, den noch über hatte, scheinbar. Ja. Ich will abheben. Ich bin Helikopter ab jetzt. Also Helikopter macht nichts Sinn, aber Flugzeug halt. Egal. ...6400, damit sind wir auf Heat Nummer 2,5. Wir haben noch, bleiben am Rennen auf dem 8. Platz. Gut, könnte man theoretisch machen. Entkommen wir vorne, Stufe 3, 2 Sterne bei einzigen, ja, genau. Schlaganfall. So, Speedtrap. Wo haben wir denn eine Speedtrap? Das ist ein Speedrun. Da ist auch ein Speedrun. Speedrun, Speedrun, Speedrun. Hier ist eine Speedtrap. Liegt irgendwas in der Nähe, wo ich sagen könnte, ja, da hinten ist was Schönes. Achso, Auto wechseln wäre aber cool vorher. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Ganze mit einem schnellen Auto zu fahren. Deswegen fahren wir da mal schnell rein.
Meine Wagen. Hier der Lotus. Also das ist nicht der Lotus, das ist der Lotus. So, den nehmen wir mal hier. Und fahren mal hier. Ich habe mir gerade gedacht, irgendwie reagiert mein rechter Bumper seltsam vom Controller, von meinem Xbox-Controller. Bis ich gerade gemerkt habe, dass ich hinten die Stärke, also den Widerstand, höher gestellt habe. Also entsprechend der Weg eigentlich, nicht der Widerstand, sondern der Weg von dem Trigger hinten. Ja, das weiß ich doch. Das macht gar nichts. Zielfahrzeug in Lake Virgil verloren. Also es war halt unabsichtlich, dass ich hinten an ich habe den Elite-Controller, da kann man das entsprechende einstellen, den Weg, den er hat, hinten auf dem Button und hinten auf dem Trigger, und entsprechend, ja, habe ich das auf den eingestellt. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, falls ihr euch gewundert habt, was der Koffer hier macht. Na, fast 3 Sterne, schade. So. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Es war nur, da oben ist eine Werbetafel. So, ich habe irgendwas eingestellt als Treffpunkt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Nein, nicht als Treffpunkt, sage ich schon, als Ziel. Allerdings ist das die Speedtrap, die wir gerade gemacht haben. Hier haben wir noch ein 2 Drift-Rennen. Die mache ich definitiv nicht, das kann ich euch sagen. Hier ist auch ein Drift-Event. Hier hätten wir noch ein normales Rennen, sage ich mal. How to Turntables. So, ich habe ein Langstreckenrennen, da bekommen wir quasi nichts dafür. 3000, also quasi nichts, ist jetzt auch übertrieben. Wir machen das Rennen vielleicht. Da können wir das probieren mit den... Falsche Richtung. Mit dem... Hallo? Einmal bitte wieder auf Vorwärtsgang wechseln. Dankeschön. Da können wir das probieren mit dem ersten Platz. Also mit dem 8. Platz, so. Vielleicht schaffen wir es ja noch tatsächlich relativ, ja, bald bis zum 2. Qualifier zu kommen und den entsprechend auch zu schaffen. Also, wäre natürlich ein Vorteil zu schaffen, aber... Oder wäre eigentlich Ziel der Sache, weil ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, dann kommen wir auch nicht weiter. Bringt dann auch keinem was. Ey, wie viel Kopfpräsenz hier eigentlich ist. Und hinter uns ist ein Kopf. Ich wollte einfach einen Burnout machen. Burnout zu bringen, auch einmal kurz vollen Boost. Bringt uns allerdings nicht viel, weil wir sind definitiv trotzdem nicht schnell. Und sie haben mich natürlich. Das macht ziemlich Sinn. Ja, macht nichts. Es sind nur imaginäre Menschen. Also imaginär. Sie sind... Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Imaginär sind sie nicht, weil ich spiele das mehr nicht ein. Aber sie sind keine echten Menschen, das wollte ich sagen. Meine Güte, was ich immer für Blödsinn laber. So, wir sollten auf jeden Fall nicht Achter werden am Ende des Tages. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Ich wette mal nicht zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, wenn ich Achter Platz bin, 30 Sekunden. Wie gut das funktioniert, wenn wir das eh direkt zu Beginn machen. Ich... Dann schauen wir mal. So. Wir können jetzt ein bisschen rausfinden, ob dann das Ganze auch so ein bisschen vielleicht mit Gummiband-Effekt ist. Aber wenn ich hier ganz langsam fahre, sollten die mir nicht davonfahren, sage ich mal. Vor allem, der crasht schon. Weißt, wie soll ich am 8. Platz bleiben, wenn die KI sich so dumm anstellt? Ey, das war nicht mal die richtige Kurve. Die war mit Vollgas zu fahren. How? Wie hast du es geschafft, hier zu crashen? Ist es jetzt erledigt? Ja, es ist erledigt, oder? Ich finde es toll, dass da dreimal steht, dass ich es abgeschlossen habe. Habe ich es jetzt abgeschlossen oder nicht? Spiel. Sometimes
machst du mich fertig. Also ich meine, das Rennen läuft schon eine Minute. Ich hätte mich nicht auf den Teil. Ich dachte, die Einblendung stimmt, aber die Einblendung vollkommener Bullshit. Mit dem Fortschritt der Herausforderung. Das war ja schlicht und ergreifend einfach falsch, die Info. Erster Platz könnte auf jeden Fall eng werden. Gut, dass wir auf den nicht gewettet haben. Dritter Platz geht sich aus, so wie es aussieht. Ja, fast. Na, fast wäre es sich ausgegangen, den zweiten Platz vielleicht zu holen. So, 1500, passt. Herausforderung ist abgeschlossen, hat nur 500 gebracht, aber Sieg wäre sinnvoller gewesen. Und wir haben Cops auf der Backe. Hallo, guten Tag. Das klingt so geil. Nee. Ich darf keine Tankstelle benutzen, das darf ich nicht vergessen auf jeden Fall. Auch nicht aus Versehen, also nicht, dass ich es brauchen würde momentan, aber... Ich würde gerne, dass der crasht. Ja, passiert. Nein, ich möchte nicht die Driftzone machen, weil, wie gesagt, ich habe kein Auto auf Drift, also der Wagen ist zumindest nicht auf Drift aufgebaut. Ciao. Ja, hoppla. Da war ein Haus. Hallo, Haus. Soll ich dann doch aufpassen, dass ich mich nicht zu blöd mit den Leuten hier spiele? Ciao. Ich glaube, ich habe einen Weg auf die Schienen raufgefunden, oder? Yeah. Ich glaube, den Zug hier, der da herumfährt, kann man sich auch ganz gut benutzen. Hier ist ein Bär. Hallo Bär. Ciao Bär. Hallo Zug. Gibt's irgendwas Cooles zu entdecken eigentlich? Ich meine, ich fahre hier einfach mal spazieren, aber... Ich find's cool, dass man da, dass das diesmal ein bisschen besser gelöst ist als bei Heat, weil bei Heat war das ja diese schmale Fahrbahn, auf der man fahren konnte, wo man kein Zug selbst gefahren ist, sondern man nur quasi zwar fahren konnte, also da ist eine Plakatwand. Die hätte ich mitnehmen können, wenn wir schon da sind. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt alle Aufgaben erledigt. Und könnten eigentlich den Tag abschließen. Ist eh Heat Level 3. Ich würde sagen, das machen wir. Einmal auf die Karte. Schauen wir mal, wo das Nächste ist. Ja, es ist eigentlich eh Ryder Els Garage. Oder unsere Garage. Da fahren wir hin und dann schließen wir entsprechend den Tag ab, weil es gibt jetzt nicht so viel zu tun, wenn das noch viel Geld bringt. Und in der Nacht, glaube ich, da gibt es ein gratis Auto, das habe ich gesehen. Das hätte jetzt aber auch schwer schief gehen können, was ich da gemacht habe. War sehr knapp an dem Auto auf jeden Fall dran. Bin ich froh, dass ihr nicht die hellsten seid. So, einmal in die Garage rein. Gönnen wir uns.
So, 146.000, das ist ja schon mal gut. Das heißt, wir haben wesentlich mehr, als wir brauchen. Das ist gut. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich. Also Alec und die Leute aus den Heights machen krumme Dinger, ja? Wie überraschend. Total. Wird langsam echt witzig. Ich frag mich, ob Alec jetzt eine Augenklappe trägt. Ich mein's ernst. Ich etwa nicht? Augenklappen sind krasser Scheiß. Tess, jetzt mal ehrlich. Halt Kiddo da raus. Ich hab schon Yes verloren. Ich will euch nicht auch noch verlieren. Oh, Mr. Wright. Werden wir etwa sentimental? Nein. Sie ist ja so unfassbar nett. So. Wir brauchen Auto wie das andere, weil, ja. Wir werden eher die A-Plus-Fahrzeug S. Was? Ach. Was? Ich habe durchs Ändern... Ah, okay. Ich habe den Wagen dann aus Versehen auf... Ja, okay. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Keine Ahnung. Also, dass ich es nicht aus Versehen, aber dass ich es halt... Ja, okay. Nein, S wollten wir natürlich nicht. Wir haben ein neues B-Auto, das wir gewinnen. Oder auf B ein Auto gewinnen. Ich bin mir nicht sicher. Nein, auf tatsächlich... Ein Aston Martin DB5. Ich meine, ist jetzt nicht mein Lieblingsauto, aber es ist ein gratis Auto. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Wer das haben wir sonst noch? Der Fall bringt ein bisschen Kohle ein. Turntable bringt auf jeden Fall mehr Kohle ein. Ich weiß immer noch nicht, was du mir damit sagen willst, PC. Asus Fast Charging. Ich habe nichts angesteckt, was Fast Charging könnte. Also, naja, egal, wie auch immer. Da bekommen wir allerdings Fangstufe 3. Puh, das ist schon ganz schön. Aber gut, ich meine, ist ja auch wurscht. Garage verlassen. Einmal raus da. Und einmal hin da. Ich finde es eigentlich fast schade, dass es kein Safe House in der Stadt gibt. Verzeih mir. Okay, was denn? Na, oh, er sah so süß und hilflos aus, wie er da saß. Wer? Rydell? Was, hast du ihm einen Welpen besorgt? Schlimm. Ein Reddit-Profil. Was hast du getan? Ja, true, aber... Sorry, ich muss nochmal kurz dem Kopf ausweichen. Ist halt nur eigentlich doof, weil ja da entsprechend der Treffpunkt in der Nähe ist. Es geht gerade aktuell die Brücke hoch. Jo, da ist noch ein Kopf. Das ging sich aus, dass der uns nicht sieht, das ist sehr gut. Ab in den Treffpunkt, aber wir sind ja schon Heat 3, das heißt, wir sind nachher definitiv Heat 5. Die Frage ist, ob wir das kostenlose Auto... Ich meine, ja, natürlich, es wird durchaus Sinn machen, sich das zu holen, würde ich jetzt sagen. Ich meine, logischerweise, ein gratis Auto. Aber auf der anderen Seite, es kostet halt 16.000 für ein gratis Auto, das ich eigentlich nicht will, bin ich ehrlich. Weil ich weiß nicht, vielleicht können wir ihn verkaufen. Das können wir vielleicht schauen, vielleicht ist er was wert. So ein DB5. In echt wäre auf jeden Fall ordentlich was wert, aber ja, wir sind nicht in echt, sondern wir sind im Spiel. Hey, darfst du das überhaupt? Warum sollte ich es nicht dürfen? Mal jetzt ehrlich, was soll die Frage, Junge? Das ist auch so ein Event. Ist aber auch eigentlich ganz lustig, wenn man das vergleicht mit... Jo, der Sprung war ein bisschen weit. Wenn man das vergleicht, das Rennen bin ich ja schon auf B gefahren, auf A gefahren, glaube ich, und jetzt eben auf A+. Und es ist halt mit dem Auto schon ein bisschen geiler. Auf der anderen Seite ist es dafür fast schon wieder zu kurz. Jo. Zu wenig, wie sagt man? Geht fast zu schnell. Und dafür sind es 6 Runden. Ah, okay. Na, macht Sinn. Das habe ich jetzt erst gesehen. Macht Sinn, dass es mehr Runden diesmal sind, auf jeden Fall. Schön auch mit den Cops. Mal gucken, was die für einen Effekt haben werden. Ich sage ja, so teilweise will der Wagen plötzlich driften. Ich verstehe es nicht. Es ist mehr ein Rätsel. Wieso oder weshalb? Ich war es nicht, nach wie vor. Ich habe nichts gemacht. Mein Geld gehört mir. Ja, okay, schön für dich.
Könnte aber auch daran liegen, an der Einstellung, die ich jetzt vorgenommen habe, mit dem Lenkempfindlichkeit, sag ich mal. Ja, dann zeig mal, was ihr könnt. Abkürzen, ach so, so ist das. Zu Unvermitteln greifen und abkürzen. Ja, ja, Leute. Hoppla. Ja, passiert. Das ist ein Auto, das habe ich. Habe ich das schon? Hatten wir das schon mal irgendwo? Und das ist der Rosser. Ja, nein, ich bin einfach unfähig. Einmal den abgeschossen, das wollte ich eigentlich nicht. So, Geld hat es ordentlich gebracht und wir sind auf Heat 5. Yes! Hatte ich befürchtet, dass wir da hinkommen werden wieder. Man macht durchaus ja. Sinn, ich sage, ich glaube, es wird jede Nacht auf das hinauslaufen. Ich glaube, sonst müsste ich eher aufhören. Was haben wir denn für Herausforderungen? Entkommen an der Fahndungsstufe 3 Verfolgung. Ja, das wird sich nicht ausgehen, wenn ich in 5 rein... Also ich meine, ja, egal, wie auch immer. Zerstöre, wenn deine Verfolgung sagt, mit deiner Fahndungsstufe 3 ein Bier-Champ, also entsprechend einen Bären. Schließe alle Events der Stufe A plus ab. Okay, das werden wir hinkriegen, die anderen Sachen sind nicht machbar. Sonderwagen. Da ist ein Nagelband. Da fahren wir nicht hin. Ich glaube, wir sollten auch schauen, dass wir dann demnächst mal einen Perk für das Auto kriegen, weil eigentlich können wir dafür auch Geld ausgeben, ja? Jo, einmal schön hier. Wem? Was hätten wir überhaupt noch für Events A+? Also wir müssen eigentlich, damit wir quasi das abschließen, ja, wir werden einfach das machen mit dem Auto. Wir werden da schon irgendwas dabei. Wird schon was rausspringen für uns. Sag ich mal. Underwood Gardens. Ich werde diesen Tank garantiert finden. Ja. Garantiert. Garantier nichts, was du nicht halten kannst, würde ich sagen, meine Liebe. Gut, damit sind wir mal entkommen. Also, hat trotzdem gezählt, warum auch immer. Das funktioniert wieder. Naja, egal. Geld haben wir gewonnen, das heißt, jetzt können wir entsprechend Geld ausgeben. Um das Auto zu gewinnen. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall gewinnen, dieses Event. Sonst kriegen wir den Wagen nicht. Aber bei der Beschleunigung... Okay. Schön, dass du weißt, ob ich mich überschätze oder nicht. Da vorne sind zwei Cops. Und zwar ein Raptor. Yo, 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 sorry. Der Sprung war erbärmlich. Ist das so? Liebe Polizei, ist das so? Sag mal, könnt ihr auch den anderen Racern am Sack gehen eigentlich? Oder könnt ihr nur mir am Sack gehen? Ciao. Ja. Irgendwie schon. Einmal schön meinen Hauptkonkurrenten ausgeschalten oder gedreht einmal kurz. Hat eh nicht viel gebracht. Sonderwagen ist bereit, den Park auszuschalten. Runde 2. Ich sage auch, das Rennen haben wir erst gemacht, also entsprechend. Es könnten durchaus ein paar Rennen mehr sein, ein paar Strecken mehr. Vor allem die Spielwelt würde sich ja eh anbieten. Groß genug wäre sie ja.
dass man entsprechend hier mehr, ja, einfach mehr Rennen anbietet, mehr Strecken anbietet. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, ich weiß nicht, ob es für den Singleplayer auch kommt, aber ich könnte es mir durchaus für den Multiplayer vorstellen, dass da auf jeden Fall noch ein paar Treffpunkte vielleicht kommen werden zukünftig oder auch einfach nur mehr Streckenlayouts. Mir würde aber schon reichen, wenn ich eine Art Spielersuche hätte, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt bitte... Was war denn jetzt schon wieder, Otto? Dass ich eine Art Spielersuche habe, wo ich sage, ich möchte jetzt eine Playlist auf Stufe A+ fahren und dann werde ich entsprechend gematcht und da wäre dann quasi von Playlist zu Playlist, wie es eben entsprechend bei einem Forza Horizon ist. So würde ich mir das gut vorstellen. Weil so ist es halt ein bisschen doof, wenn du... Ja, wenn du immer hoffen musst, dass die 16 Leute, die in der Lobby sind, auch Bock haben, Rennen zu fahren. Wenn da die Hälfte keinen Bock hat, vielleicht bestimmte Rennen zu fahren, dann wirst du einfach nie genug Leute finden. Auch dass Lobbys nur... Ja, Wagen haben wir gewonnen. Dass Lobbys so klein sind, unter Anführungszeichen, mit den 16 Leuten und dass nur Partys von 4 Leuten gehen, ist in Anbetracht dessen einfach ein bisschen sehr schade. Ich würde nach wie vor behaupten, dass ihr mich ausschalten wollt, weil ihr seid nie reingefahren. Lass knacken. Toll, das ist auch gut. Was die mit ihrem Punk haben? Ja, nicht, wenn es nicht direkt vor mir ist, quasi, aber bitte. Ich werde versuchen, das Arschloch auszubremsen. Natürlich ist da noch einer. Der Heli ist auf jeden Fall mal weg für einen Moment. Mal schauen, ob wir dem entkommen können, vielleicht, wenn wir schnell genug fahren. Weil, ich meine, theoretisch, der Raptor ist jetzt nicht der schnellste. Was haben wir noch für ein Event? Hier ist ein Event auf A+, das ist ein Takeover tatsächlich, okay. Ja, aber die 2000 nehmen wir auf jeden Fall mit. In einer Verfolgungsjagd eine Figur-Dings. Bärfigur töten. Töten, sag ich schon. Zerstören. Geht halt aber auch nur. Da kommt man nicht rein. Wenn ich jetzt wüsste, wo eine ist. Ah, hier ist eine. Bear Champ. Hier ist deine Lieblingsmanagerin. Das will ich. Einzige Managerin. Eben. Hab einen Wagen für dich. Was ist das diesmal? Ein paar Kids haben den Wagen ihres Vaters ausgeborgt. Aber leider... Trommelwirbel. Ohne zu fragen. Und wie sollen wir den zurückbringen? Genau. Okay. Das macht jetzt auch nur bedingt Sinn, aber... Hallo, 10.000 nehme ich auf jeden Fall mit. Da oben ist eine. Eine Stadt. Nein, für sie ist Lakeshore so viel mehr. Gebt Bürgermeisterin Morgan Stevenson erneut eure Stimme. Ja, nein, eher nicht so. Davon ist ein Kopf. Davon ist auch ein Kopf. Meine Fresse, ey. Die nervt ganz schön, wisst ihr das? Solange du mich nicht verfolgst, ist es okay. Sehen darfst du mich ja. Verfolgen wäre ich nur sehr dankbar, wenn ihr das lassen könntet. Da ist ein Helikopter wieder mal. Vorne ist auch ein Cop. Da ist ein Undercover Cop. Und er ist hinter mir her. Nice. Dafür kann ich aber nichts, dass du nicht fahrtauglich bist. So. Einmal.
Das ist schlecht, ich sollte eine Tankstelle aufsuchen, glaube ich. Von... Hey, Kollege! Hey, Meister, lass gut sein jetzt. Ich schau mal schnell, wo eine Tankstelle ist, bevor ich da jetzt auf gut Glück irgendwo hinfahre. Hier ist eine Tankstelle. Ich habe gewusst, hier muss irgendwo eine sein. Yo, da sind ein paar hinter mir. Lol. Wir versuchen mal, ob wir in die Richtung falsch entkommen können. Er klingt auf jeden Fall, als wäre er schon wieder fast kaputt. Yo, hallo. Das kannst du ja gar nicht gemerkt haben in diesem Ding. Lol. Achso, na, das kann man zum Glück umfahren. Das habe ich nicht gecheckt. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Wir haben dann eh gleich wieder die Cops an der Backe, so ist ja nicht. Ich würde gern vor der Unterstützung wegkommen. Das wäre ganz geil. Verdammt, Zielperson in Lake Virgil verloren. Such mir nach diesem Punk. Sehe mich immer an Captain Holt. Brooklyn 99. Punk. Da ist einer der Kollegen. Der dürfte mich aber nicht sehen hier. Das wäre ganz geil. Ja, ist er schön. Und entkommen. Tschaußen. So. Ah, ein Crown Victoria. Okay, das sieht fast aus wie ein Cop-Auto. So rein farbtechnisch und rein... So, steht auch 911 hinten. Okay. Bauen wir 10.000. Und natürlich entsprechend unbeschädigt. Wäre ganz geil. Wer ist wir? Jo! Zielfahrzeug in Lake Virgil verloren. Such nach dem Arschloch. Ich meine, diese vulgären Ausdrücke, das ist ein Wahnsinn. Ah, klingt geil, der Crown Victoria. Crown Vic hier. Und wir fahren natürlich wieder genau auf den Kopf zu, das heißt, der verfolgt uns gleich wieder, wenn wir Pech haben. Glück gehabt. Nächstes Mal, wenn ich die Ratte sehe, rufe ich Verstärkung. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung, ob unten oder oben. Das hat das Spiel, wir hätten rauf müssen. Das ist ein bisschen schlecht zu sehen. Aber klingt auf jeden Fall sehr geil, muss ich sagen. Muss mal schnell in den Fotomodus. Ihr kennt das. Ich sage, wenn man hier jetzt die Kamera irgendwie drehen könnte, ach, es wäre so schön. Es könnte so schön sein. Geht ja nicht. Danke für nichts, Criterion Games. Nein, Spaß beiseite. Aber ich hoffe echt, dass da noch was nachgepatcht wird, was den Fotomodus betrifft. Das wäre schon ganz geil auf jeden Fall. Wenn hier noch ein paar Optionen dazukommen würden. Auch irgendwie welche ja, Filter oder Effekte oder ähnliches wäre halt schon ganz geil, aber ja. Wobei ich sagen muss, das sieht zum Beispiel halt geil aus. Da wäre es geil, wenn ich einfach nur das UI ausblenden könnte und genau das so nehmen könnte, wie es gerade wäre. Das würde halt schon geil aussehen. Schauen wir, ob wir es irgendwie nachbauen können. So irgendwie in die Richtung.
man, den Effekt kann ich natürlich nicht draufschmeißen, aber sieht wahrscheinlich ganz anders aus. Nee, sieht ähnlich aus, sagen wir mal so. Wie weit ist es denn überhaupt? Eine Meterangabe wäre geil irgendwo. Aber der ist auf jeden Fall S, das heißt, der ist schon mal über dem, was wir bisher so gefahren sind. Also zumindest, was uns selbst gehört. Sagen wir mal so. Ich glaube echt, dass wir den Chiron, den Bugatti nicht mehr fahren können. Also ich habe echt das Gefühl, dass das eine einmalige Chance war. Was sehr, sehr schade wäre natürlich. Einmal mitten in den Garten reinstellen, oder was? Okay. Ja, Schaden haben wir keinen genommen. Das ist gut. Die Kids haben angerufen und wollten sich dafür bedanken, dass du den Wagen in fast perfektem Zustand abgeliefert hast. Ich habe mein Bestes gegeben. Was heißt fast? Sagst du mir jetzt, was das sollte? Sie dachten, wie lustig die Schule schwänzen. Achso, ich wollte eigentlich den Takeover noch machen, ne? Nein. Daddy hat die Cops gerufen und die Kids haben mich angerufen. Dann hast du mich angerufen. Genau. Du verstehst, wie das läuft. Wir sind ein gutes Team. Ein Team? Wir? Aber ich gehe das Risiko allein ein. Deshalb bist du meine Nummer eins. Warum behandelst du mich da nicht so? Ey, dieser Heli. Der nervt mich. Du nervst, Helikopter. Verpiss dich. Dankeschön. Schön, dass der weiß zum Glück nicht mehr, wo ich bin, wenn ich entsprechend einmal den Motor ausschalte. Wobei es mir würde es ja schon reichen, wenn ich einfach nur die Möglichkeit hätte, nicht den Motor, sondern entsprechend das Licht auszuschalten. Das würde ja schon reichen eigentlich. Das würde auch mehr Sinn machen, weil den Motor ausstellen, klar, sie hört mich dann nicht mehr. Aber der Heli hört mich ja so oder so nicht anhand des Motorgeräusches, also macht nur bedingt Sinn. Hoppla. Mich möchte ich echt nicht als Nachbar haben. In dem Spiel jetzt, wohlgemerkt. In echt vielleicht haben nicht, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. So, 167.000, das ist ja eigentlich schon ganz gut. Schauen wir mal kurz noch auf den ersten, den wir gerade gewonnen haben. Wird uns gleich sicher noch was erzählt. Weißt du was, Kiddo? Wir haben in dieser Woche echt gut Profit gemacht. Je mehr die Bürgermeisterin über die Rennen spricht, desto heißer werden die Leute darauf. Und gleichzeitig wird die Werkstatt immer bekannter. Hab die ganze Woche neue Kunden an der Strippe gehabt. Und überhaupt, hörst du das? Nein. Ich auch nicht. Keine Tess. Vielleicht schaffe ich heute ja sogar mal was. Lol. Gut, also 30.000, das heißt theoretisch, wenn wir jetzt sagen, den Magen mag ich gar nicht haben, hätten wir die Möglichkeit, ihn zu verkaufen, dann würde er unterm Strich halt trotzdem ein Plus von 14.000 rauskommen. Den habe ich auch überlegt, weil ich meine, ganz ehrlich, ich finde das Ding einfach, ich finde das nicht hübsch. Also keine Ahnung, es ist zwar nicht Umbau irgendwie, aber mir gefällt das absolut gar nicht. Für den Moment werden wir mal die Autos behalten, weil es wäre jetzt schade, die Autos zu verkaufen natürlich. Ich überlege, ob ich den Evo vielleicht aufbauen soll auf A+, wobei es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Wir warten dann und bauen den vielleicht sogar auf S auf oder so. Macht jetzt aktuell wenig Sinn. Wir haben auf jeden Fall Freitag, das heißt, wir haben nur mal einen Tag vor uns, bis es dann entsprechend weitergeht. Wir haben aber tatsächlich auch da ein Rennen mit 28.000. Das ist eigentlich ganz geil. Das erwartet durchaus Geld auf uns hier nicht so wirklich. Hier ist auch nicht so wirklich was. Drift Events, ich habe schon gesagt, fahre ich nicht. Da brauche ich erstmal passende Autos dafür. Die habe ich momentan nicht. Hier ist auch noch ein Event, wo wir ja 4.000 machen können. Also das Event hier zahlt sich wirklich aus. Heben uns aber für die nächste Folge auf und dann kommen wir eh schon fast zum Qualifier. Mal schauen, ob sich das in einer Folge ausgeht oder ob wir das quasi getrennt machen. Gut, dann danke an der Stelle fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.